Wir kommen zum ersten Team des heutigen Abends, auch zum einzigen Team des Abends. Man darf auch zu zweit oder zu dritt oder zu viert hier Texte performen. In diesem Fall bitte ich unter Riesenapplaus auf die Bühne, aus Wien angereist, Christoph und Anja. Zeitmaschine ist der Titel von unserer Performance. Mehrere Aspekte werden hier beschrieben, Tiere und das, was Menschen mit ihnen machen und mit der Umwelt. Die Welt mit ihren schönen Bergen, Wiesen und Bäumen, so wunderschön. Und da eine Blume. Siehe da eine Biene, Augen fühle und mit Lichtgeschwindigkeit Richtung Blume. Siehe da ein Adler. Der Schnabel so spitz, die Flügel so weit, mit 1000 Federn auf zum Baum. Der Baum im Winde weht hin und her, das Meer so hoch, die Wellen so hoch, siehe da ein Wal. Das Maul so groß, überflutet vom Meer, ein tiefes Einatmen, eine hohe Fontäne, ein Atemzug. Da komme ich, au, tja, Motor starten, sechster Gang, Vollgas voraus und siehe da wieder ein Vogel. Schalt den Motor ab, du erstrickst mich noch, wo ist mein Nest? Nein, wir bauen jetzt ein Haus. Wo ist meine Grube? Nein, du musst hier nun raus. Wo ist mein Wald? Noch ein Hochhaus. Das Maul so groß überflutet vom Meer. Männer, holt die Harpune. 3, 2, 1, Schuss. Getroffen. Es schmeckt so gut, aber der Rest ins Meer. Die Zigarette gleich danach, gleich hinterher. Die Flasche hier brauche ich auch nicht mehr. Alles schwimmt. Was tust du nur, Mensch? Oh nein, was habe ich nur getan? Schnell neue Erde, Kerne und Samen, dann wachse ich wieder als schöne Blume. Motor an, sechster Gang, Vollgas voraus und siehe da, wieder der Vogel. Schalt den Motor ab, nicht schon wieder, dann ein Fahrrad her, dann fliege ich neben dir her. Was ist mit dem Schiff? Das Schiff, das gibt es nicht mehr. Was macht ihr nun? Wir rudern am Boot und machen es wieder gut. Wir sammeln den Müll Stück für Stück ein. Der Sack wird voller und richtig schwer. Die Natur wieder schön. Die Welt mit ihren Bergen, Wiesen und Bäumen so wunderschön.